Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, Gimant Co. und herzlich willkommen zu der 58. Folge von Batman Return to Arkham City in dem Kostüm Batman erstes Jahr. So, wir wollen jetzt erstmal hier das Stahlwerk komplett machen. Ich guck mal, Industriegebiet. Fast fertig. Das wird noch ein bisschen dauern. Stahlwerk ist nicht mehr so viel. Ich denke mal, das kriege ich jetzt alles noch fertig. Und ja, in dieser Folge hoffe ich, denke ich, glaube ich. So, das erste. Wo ich muss, ist runter. Ja, zack, da muss das Gerät mal wieder hoch. Bei dich. Zack. Und hier müsste noch irgendwo eine Riddler-Trophäe sein. Okay. Hier. Ja. Einmal nach unten bitte. So, da hätten wir die. Wie war das jetzt? Ach ja. Man muss das so weit hoch. Power. Mann, bin ich ein schlechter Schütze. Das haben meine Kollegen auch alles. Nein! Alter. Oh, ein Moment bitte, Geduld! So, damit hätte ich das. Die Frage ist jetzt für mich, wie komme ich wieder hier runter? Also müsste es ja nur theoretisch da gehen. Rutschen wollte ich nicht. Sieht bei Catwoman elegant aus. So. Da nicht. So, und dann steckten wir. Ah. So war der Weg zurück, also. Alles klar. Das wird jetzt nochmal lustig. Nach links, rechts, und jetzt hier geradeaus, und hier müsste gleich irgendwo eine Trophäe sein. Frage nur wo. Ich suche nach der Trophäen. Und dass ich das übersehen habe. So, das ist die Nummer 1.
Ofen wurde zu instabil und hat zum Einsturz des Tunnels geführt. Mhm. Okay. Na, trotzdem frage ich mich noch, wie... Ja, dazu frage ich mich, wo ist dann die eine Trophäe hier? Olaf, warte, ich habe eine Idee. Vielleicht kannst du ja angehen, dass hier wo ganz woanders ist. Womit wir nicht rechnen. Will mal kurz gucken. Aber die Trophäe haben wir jetzt mal wenigstens schon mal geholt. Guck, guck. Fast abgebogen. Ich sage, ich habe ein... Ja, danke. Ich habe einen Spürsinn wie sonst was. Nämlich gar nicht. Hier war die andere Trophäe. Halt, jetzt gehe ich wieder falsch. Ich Trollo. So, wo soll sie sein? In der Richtung hier. Oder? Ja. Aufbrechen, wenn man sie mit einem Boot... Okay. Und sie an. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich hoffe. Es bringt uns näher zum Ziel und das tut's auch. Riddler, weißt du, wie ich dich hasse? Ich hasse dich so sehr. So. Ach so, und das Catwoman-Trophäe. Ja, mit Catwoman muss man dann ja auch noch diese ganzen Spaß hier machen. Deswegen versuche ich mich auch zu beeilen. Es fehlt uns zum Glück ja nicht viel. So. Da sind die... Da habe ich die Trophäen fertig jetzt für... Tatsächlich. Jetzt geht es nur noch daran, die... Ja, die Rätsel zu lösen. Dann muss ich da raus. Ah. Ja, hier sind diesmal keine Spacken.
Wundert mich, keine Spacken. Ah. Oh, da sind Spacken. 6 Stück sogar. Da bist du ja, Batman. Komm hier rüber. Batman ist hier. Und weg bin ich. Hab ihn verloren. Findet ihn sofort. Wie zum Teufel hat er diesen Rauch gemacht? Wer schreit, Doug? Hierher, da oben ist jemand. Tja. Was ist mit dir passiert? Wie bist du da raufgekommen? Hilfe, schneidet mich los! Ja, schneidet ihn los. Warte, ich helfe ihm. Wie macht er das nur? Was ist los? Lass ihn, wir müssen uns jetzt um wichtigere Dinge kümmern. Batman ist zurück! Ja, bin ich? Findest du mich überhaupt? Ich sehe, was du machst. Wie willst du die Dinger benutzen, wenn sie nicht mehr da sind? Oder jetzt? Und tschüss. Hier drüben, sofort. Ich habe einen gefunden. Hey, wach auf, Mann, komm, wach auf! Der verarscht uns nur. Wie macht er das? Ach, halt's Maul, wir müssen weitersuchen, sonst sind wir tot. Ja, ich verarsche euch nur. Kommt her! Um dich zu zeigen? Was ist hier los? Ich dachte, wir hätten hier das Sagen. Nein. Da liegst du falsch. Bin ich total assi? Hast du ihn gefunden? Und? Tschüss. Ja. Bewegt eure Ärmsche her! Sofort! Und zack! Bist du auch noch? Und hallo! Ich hatte jetzt gerade meinen Spaß. So, Hört ihr mich? Warte, ich helfe dir. So, ja, ich hatte jetzt gerade meinen Spaß. Zack. Oh. Ups. Alter, ich kann nicht markieren. Es tut gut, wieder bei dir zu sein, Bruder. Es war falsch, für Pinguin zu arbeiten. So. Die Aprokovi-Zwillinge. Andrei war in den kleinen siberischen Dorf, in der mit seiner schwangeren Frau lebte. Ein angesehener Mann. Als ihn die Nachricht erreichte, dass bei seiner Frau die Wehen eingesetzt hatten, eilte er nach Hause, um bei der Geburt an ihrer Seite zu sein. Als er dort ankam, wurde er bereits von der Hebamme erwartet. Seine Frau war aufgrund der Kommunikation, die auf die ungewöhnliche Form seines Söhne zurückgeführt war, bei der Geburt verstorben. Er lief in das Zimmer und fand dort seine an der Schulter zusammengewachsene Söhne, die nach ihrer Mutter schrien. Er nahm die Zwillinge an sich und verließ das Dorf. Weinend stand er an einer Brücke, unter der eiskalten Fluss strömte. Er war entschlossen, die Kinder umzubringen,
brachte es aber Ende nicht übers Herz. Er ließ sie von vor dem Zelt eines umherreißenden Kurisu-Städtenschau liegen und kehrte als gebrochener Mann ins Dorf zurück. Shoka hörte von ihrer Geschichte, die man sich über die Zwillinge erzählte. Er erfuhr von der Brutalität, welche die Jungs unter ihren Kampfnamen Hammer und Sichel an den Tag legten und beschloss, sie haben zu wollen. Er schickte Harley los, um sie für ihn zu holen. Und Harley überbrachte den Zirkusbesitzer die Nachricht, dass die Schulzens bereit seien, einen Haufen Geld für die Zwillinge hinzublättern. Der Zirkusbesitzer hatte natürlich kein Interesse daran, seine Hauptattraktion zu verlieren und lehnte ab. Kurz darauf verschwand er. Man fand ihn erst 3 Monate später in einem bezauberten Nächen, das ihn jemand ins Gesicht geritzt hatte. Ja, der Joker, aber ihr merkt so. Das weiß ich jetzt. Ich will nie wieder von dir getrennt sein. Ich will bei dir sein, Bruder. Ja. Ah, Familienzusammenführung. Ist das nicht wunderschön so? Ich auch. Wir waren zu lange eins, um jemals wieder getrennt zu sein. Na, und dann gehen wir mal weiter. Nein. Das war jetzt gerade so schön. Ich will mir das nicht nochmal kaputt machen. So, jetzt gehen wir nochmal da rein. Mädel, wenn du wieder zuschlägst. Das ist einer der blöden Rätsel. Kühltunnel. Ein kranker Plan. Nachdem Batman seine Flucht aus der Anstalt von Arkham verhindert hatte und der Joker allein in seiner Gummizelle saß, bemerkte er, dass etwas nicht stimmt. Das erste Indiz war dafür seine seltsamen Knoten auf der Schulter. Er fühlte sich krank. Wochen vergingen und an seinem Körper tauchten mehr als 10 weitere dieser ungewöhnlichen Knoten auf. Das Titan hatte etwas mit ihm angestellt. Etwas Schlimmes. Etwas, das ganz und gar nicht lustig war. Der Joker war im Begriff zu sterben. Er wusste es und bald würde es auch jeder wissen, der ihn sah. Das Letzte, was er sich leisten konnte, war, von einer Rivalin schwach zu erscheinen. Also nahm er sich während des Essens einen Löffel und grub damit den Augapfel eines Mitgefangenen aus der Augenhöhle. Er wusste, dass ihn das einzelhaft bringen würde. Doch dies gab ihm die Möglichkeit, sich zu verstecken, zumindest so lange, bis er nach Arkham City verlegt würde. Der Joker brauchte einen Fluchtplan und in der Nacht, in der er abtransportiert werden sollte, setzte Harley Quinn ihn in der Tat um. In der Uniform des argen Wachpersonals überwältigte sie Jokers Begleiter und brachte ihren Schnutzigchen auf ein Boot, das bereits an einer Anlegestelle auf sie wartete. So rasten sie in Dunkelheit in der Nacht. Als das Boot mit den irren Pärchen die Richtung Gotham davonbrauste, gesellte sich ein zweiter dazu. Ein stiller Alarm, den Batman installiert hatte, wenn er durch den Ausbruch des Jokers ausgelöst wurde. Batman nahm mit seinem Batboot die Verfolgung der Flüchtigen auf. Da sie seinen Befehl ignorierte und das Boot nicht zum Halten brachte, öffnete Batman das Feuer. Während Harley das Boot an die Küste steuerte, zerfetzte Rakete seine Außenhülle. Der geschwächte Joker wurde von einem besorgten Harley durch das Wasser gezogen. Die Verzweifelte versuchte, ihren Süßen zu retten. Sie brach den Joker an Land und in Sicherheit, ohne in den Schein von Batman Suchscheinwerfer zu geraten. Gemeinsam mit Joker saß sie da, beide schnappten nach Luft und dann wurde ihr klar, wo sie gelandet waren. In Arkham City. Jo. Würde ich mal sagen, PP, ne? Persönliches Pech. So, wo ist das andere Rätsel? Ach, da. Da muss das ja irgendwo hier umgammeln, ne? Ach, leck mich doch an den Füßen. Oh, warte mal.
ist denn dann hier der Punkt? Unterklettern. Ah. Riddler, ich hasse dich. Das weißt du, ne? Und? Super. Mal ein bisschen hängen lassen, ja? So, damit wäre das Stahlwerk auch für Batman dann abgeschlossen. Und für Catwoman nicht. Habe ich denn bei für Catwoman alle Trophäen hier schon markiert? Das ist die nächste Frage. 1, 2, 3, 4, 5. Alle markiert. Super. So, damit hätten wir das Stahlwerk fertig. Gott sei Dank. Bett, da lang. Ich weiß nicht, was ich hier scheiße mache, aber ich mache irgendwas. Das ist die Hauptsache. Da lang. So. Ich will ja wirklich 100% haben und. Deswegen, ich werde auch offscreen dann gleich mal in Ruhe Trainingseinheiten machen, weil das würde, glaube ich, zu viel Zeit noch verschlingen und das will ich euch nicht antun. Ich will nicht das Let's Play unnötig in die Länge ziehen, deswegen EP-Training werde ich dann einfach dann gleich mal offscreen machen, weil die Folge ist ja gleich vorbei. Wenn mal Batman hochgehen würde, danke. Und wir haben ja noch einige anderes hier zu tun. Der Identitätsdieb ist ja auch noch auf der Straße. Und, naja. So, jedenfalls. Ach nee, bitte, die Gegner sind wieder da. Ich bin am Arsch. Ich weiß es jetzt schon. Weiß ich jetzt schon. Nö, sind sie nicht. Oder? Weiß ich nicht. Also. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als hier noch keine Mauer stand. War auch nicht besser. Oh. Dann versuche ich noch dieses Rätsel hier zu machen. Frag mich, was im Fernsehen läuft. Nichts Gutes, jedenfalls nichts für dich. Alter. Ja, von Minute zu Minute. So. Das ist wieder so ein So, ich versuch's noch einmal. Ja. Wenn dann das nicht klappt, ja. Angeblich wurde Bruce Wayne nach Arkham City gebracht. Oh, wäre ich nur 5 Minuten mit diesem reichen Bastard allein. Ja. Noch komm schon, das muss doch irgendwie gehen. Oh, ja. Ne. Okay. In dem Sprechen sage ich wie immer, zock gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Geh mal die Co. Ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.